Hallihallo, meine Freunde, willkommen zu meiner kleinen Obst-Stadtrundtour auf dem Legends Awakening Server Elfenwelt 2. Ja, ich hatte letzte Folge gesagt, ich will das mal zeigen, weil hier echt nice Häuser entstanden sind. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich gehe hier einfach runter, heute nichts auf meinem Grundstück oder so. Wirklich nur angucken von den anderen Grundstücken. Zuallererst das beste Grundstück von allen. Leute, ich habe meine ganzen Bausachen dabei. Egal. Also hier das beste Grundstück von allen. Hier sehen wir halt so ein paar Häuser. Das sind jetzt nicht die zeigenswerten. Aber hier. Die Stadt von den Nachtelfen. Das ist einfach die beste Base überhaupt. Hier ist auch hier so schön an einem kleinen Hügel und so eine Mauer. Hier sind Briefkasten. Dann kommt hier schon der Hammer-Durchgang. Gut, diese Steine passen jetzt hier vielleicht nicht so rein. Aber ansonsten, guckt euch das an, wie geil das gebaut ist. Es ist auch ein bisschen Wasser da. Mal gucken, ob ihr es in der Aufnahme hört. Ich schraube es noch ein bisschen lauter. Ja, es ist einfach super, super toll gebaut. Jetzt sieht man das noch nicht so. Ja gut, die Ecke hier hinten ist noch nicht fertig. Aber das ist so krass gebaut. Guckt euch das an. Hier überall solche Kürbislaternen. Hier oben sind solche Wege, die da lang gehen. Überall wachsen Lianen runter. Hier mit Blumen und Pilzen einen schönen Weg dazwischen gemacht. Und dann gibt es hier diese verschiedenen Häuser. In die komme ich jetzt natürlich nicht rein. Aber ja. Dann gibt es hier noch so kleinere Sachen. Hier, das ist, glaube ich, so eine Aushängetafel. Hier drinne, das ist ein Lager. Dann, ja, diese Bäume hier, die ja überall entstehen. Das sind die Häuser von den einzelnen Leuten. Und ich gucke dann mal, ob ich von oben reinkomme. Ja. So, hier ist... Achso, das ist jetzt schon nicht mehr in der Nachtelfenstadt. Hier drüben, das ist mein absolutes Favoritenhaus von denen. Das sieht einfach so geil aus. Ja, hier oben sind die ganzen Häuser noch mit Wegen verbunden. Und es gibt auch noch einen Weg, um auf den Berg hochzukommen. Es sei denn, der wurde weggemacht. Aber ich glaube, das ist dieser hier. Kommt man in den Turm rein? Ja. Sehr schön. Und da gibt es halt hier diese schöne Treppe nach oben in diesem geilen Turm. Der ist auch so ein bisschen wie so ein Aussichtspunkt gemacht. Ich finde diese Stadt, das ist einfach so cool gebaut. Das ist einfach das Beste an der kompletten Elfenwelt. Also es gibt nichts, was momentan besser aussieht als diese Stadt von den Nachtelfen. So, genau. Dann kommst du jetzt hier oben drauf und hast so einen Überblick von den ganzen über die ganze Nachtelfenstadt. Und die sieht so cool aus. Guck mal, ja, okay, das ist schon die maximale Höhe. Aber wenn man hier auf dieses Dach drauf springt, das sieht so cool aus. Ja. So, ansonsten gehe ich jetzt hier einfach mal weiter nach oben lang. Auch mal ein bisschen weiter nach hinten. Denn bei den Flüssen, das sieht auch immer schön aus. Diese ganzen kleinen Bootshäuser. Ich muss mal ganz kurz die Sichtweite ein bisschen runterschrauben, weil es laggt. So, hier, das ist einfach nur so ein kleines Haus. Ja, das sieht ganz nice aus, so, aber ist jetzt nicht so besonders. Das sieht eher schon so ein bisschen menschenähnlich aus, also noch nicht. Ich finde, das hat noch Potenzial für Elfisch. So, hier oben entsteht gerade noch ein Grundstück, da ist einfach nichts passiert. Hier, das ist auch so ein kleines Haus, wo man sich denkt, ja gut, sowas kann jeder bauen, das ist nichts Besonderes. So, ansonsten hier unten, da ist weiterhin dieses riesengroße Grundstück, auf dem nichts passiert. Hier unten dieses Haus, das finde ich so geil gemacht. Es ist total simpel, aber es sieht halt trotzdem super aus. Nach da drüben laufen wir gleich. Ich bin runtergefallen. Bin ich wirklich runter? Ah, doch, ich komme wieder hoch. Gut. So, dann gibt es hier natürlich das beste Grundstück von allen. Meins. Okay, das sieht man noch nicht. Hier unten, das Grundstück finde ich auch ganz gut. Das habe ich schon mal gezeigt. Das ist halt so ganz unten unter den Bäumen und den nach Rutschen noch ein bisschen versteckt, also ja, halt so verbunden und so weiter. Hier, das sind diese zwei Türme, Hashtag Herr der Ringe. Gut, jetzt haben wir hier unten natürlich das beste Grundstück überhaupt. Mal sehen, wem das gehört. Wohnung von der Nekromant. Oh, cool, das muss nice aussehen. Ah, stimmt, ich habe die Decke gemacht. Ja, ich habe eine Decke gemacht und jetzt bin ich gerade hier dabei, so einen kleinen Balkon zu bauen. So, ansonsten, hier drüben entsteht so ein Riesenbaum, der hat aber auch lange keine Fortschritte mehr gemacht. Hier wird auch so ein Baum gebaut.
Beziehungsweise glaubt, nein, warte, ich habe mit dem mal geschrieben, das wird so eine Baumterrasse, also hier kommt dann noch was hin, so ein paar Deko-Elemente. Dann kommen wir jetzt mal zu diesen wunderschönen kleinen Häusern. Die sehen immer so geil aus, diese Häuser mit dem Claydach hier. Ich weiß nicht, ob das von demselben Typ ist oder ob sich die Leute kennen. Auf jeden Fall sind die alle so ein bisschen im selben Stil gehalten. Ich kann da jetzt nicht rein, schade. Aber die sind alle so ziemlich gleich gebaut, das finde ich total cool. Hier haben wir so ein paar Baumterrassen. Oh, das ist eine geile Idee mit dem Verzauberungstisch. So. Ich gehe erstmal am Fluss weiter. Denn am Fluss sind sehr, sehr schöne Häuser. Also zumindest die meisten. Das hier ist jetzt natürlich eher weniger elfisch. Obwohl also dieses Dachteil, was da vorne drin ist, gefällt mir. Aber sonst, naja. So, das hier, der hat vermutlich erst angefangen. Da steht noch nicht so wirklich was. Und dann laufe ich mal hier weiter, da weiter. Okay. Hier oben, lol, der Minecart-Strecke, das ist natürlich auch genial. Sieht aber hässlich. Hier haben wir irgendeinen komischen Glaskasten. Ja, es sind schon ein paar fragwürdige Bausachen dabei. Gucken wir mal weiter. Irgendwie, ja, wenn man hier so unten sieht man eher weniger viel. Aber hier, ah, das ist so ein kleiner Innenhof, ein bisschen überwachsen. Hier kommt nochmal eine riesengroße, hässliche Holzfläche von Leuten, die überhaupt nicht bauen können. Ja, erstmal ein Hühnchen essen. Ah, da scheint auch was zu entstehen. Ich glaube, das hat Potenzial. Hier hinten dieses Riesenhaus will ich mir mal angucken. Das sieht nämlich auch geil aus. Okay, also schon mal schön hier mit Kürbissen, aber ich glaube, die Kürbisse stehen da schon von Natur aus so. Man kann ja hier außerhalb nichts platzieren. Aber das Haus, das sieht cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Elfenhauptmannhaus oder sowas. Oh, rote Wolle. Ich will rote Wolle. Wolle brauche ich generell eh gerade. So, und jetzt entsteht hier so ein Baum. Und da ist auch so ein riesiger Baum. Den muss ich mir unbedingt auch mal angucken. Bei dem war ich noch gar nicht, da wollte ich schon ewig mal hin. Oh, hier ist ein nices Portal. Ich glaube, was hier entsteht, hat auch Potenzial. Also, wenn er weiter so baut, oder die, wie das Portal ist, dann wird das nice. So, ansonsten, boah, hier entsteht so ein Riesenbaum. Das wird, glaube ich, ein richtig geiles Grundstück. Ich laufe jetzt mal weiter nach dort hinten, denn da sind auch coole Häuser. Ich überlege, ob ich das eine noch. Ich überlege gerade irgendwie, ob ich diesen Weg finde zu dem einen Grundstück von so einem Typen, mit dem ich mal Handel getrieben habe. Der hat eine so nice Höhle gebaut. Die ist total klein und verwunschen und so einem Berg drinnen. Gibt es ja manchmal solche Inseln auf dem Fluss. Und die hat er sich geclaimt und hat dann in diese Insel reingebaut. Das sieht so unglaublich nice aus. Das muss ich euch einfach zeigen. Mir ist auch klar, dass ich jetzt nicht alles zeigen kann. Nein, schon deswegen, weil ich nicht alles finde. Weil die halt teilweise so verwunschen sind und so. Es gibt da halt auch Leute, die sagen, okay, ich baue jetzt das halt 2000 Blöcke vom Spawn weg. Und ja, dann ist das halt. Hier diesen Tempel, den finde ich auch richtig nice gemacht. Das sieht auch schon, sieht so aus wie so ein Ausguckspunkt, weil hier halt wirklich wenig in die Höhe gebaut ist. Und dann ist da einfach dieser Turm. Das sieht mega geil aus. Drüben entsteht so ein kleiner, großer Baum. Und ja, sofern ich weiß, na gut, man kann sein Grundstück halt auch übertrieben einbauen. Ja, warum nicht? So, sofern ich das beurteilen kann, war das, glaube ich. Warte, war das dieses Grundstück sogar? Oder ging das hier noch um die Ecke rum? Ich glaube, das könnte sogar dieses Grundstück sein, auf das ich aber leider gerade nicht so richtig drauf komme. Doch, hier komme ich lang. Also, hoch, hoch. Ja, das war das. Ach, ich komme nicht rein. Ja, der hat das so richtig nice in den Berg reingebaut. Schade, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Das ist richtig cool. Ansonsten gucke ich mal, kann ich Slash Spawn machen? Nee. Schade. Okay, dann schwimme ich zum Spawn. Oh, hier habe ich auch ein ganz geiles Haus gefunden.
Das sieht auch so richtig cool verwunschen aus. Und das hat keine Tür drinne. Geht einfach nur so hier hin. Von meinem Freund Yogi LP. Das Buch von meinem Nachbar. Okay. Geht das hier so in den Keller runter. Hier ist ein kleines Kistenlagersystem. Und der hat halt komplett nach unten gebaut. Das geht bei mir leider nicht. Das sieht auch nice aus. Ist komplett mit Gras bewachsen und so weiter. Das finde ich auch gut. Hier, da ist auch was richtig nice. Das ist nur so ein Eingang. Und dann ist das einmal hier und dann... Ah, guck. Hier ist ein Schild. So, Seelaternen. Okay. Oh, da könnte ich mich mit drum kümmern. Denn ich habe ja solche Kristalle da. Hier wird so ein Baum entstehen. Das ist, denke ich mal, ein Grundstück von zwei Leuten. Hi, YouTube. Okay. Spielen offensichtlich hier noch andere kleine YouTuber, die ich dann nicht kenne, mit auf diesem Server. So, hier unten geht es noch so rein und hier ist sowas ausgegraben und der Rest sieht schon richtig geil aus. Ha, man kommt wieder raus. Gut. Ansonsten hätte ich jetzt ein Problem gehabt. So, ich guck mal, ob ich wieder Slash Spawn machen kann. Nee, immer noch nicht. Dann, ja. Mal gucken, was ich noch Nices finde. Hier wird das Ganze doch besser. Also, jetzt haben wir hier, das wird nice, das sieht schon gut aus. Hier oben ist so ein geiles Haus. Hier ist auch so eins in diesem Stil gehalten. Dort vorne, hier an der Seite vom Spawn, können die Leute wenigstens bauen bei uns. Also, auf meiner Seite des Spawns gibt es da jetzt nicht so viele, von denen man das behaupten kann. Naja. Oh, hier ist auch noch was richtig, richtig Nices. Das Haus sieht ja auch geil aus, so an einem kleinen Sägedeck. Total verwunschen, das ist so ein bisschen hell mit Birkenholz. Das gefällt mir auch. Ich überlege sogar, ob ich meinen Boden jetzt auch mit Birkenholz auskleide. Das sieht richtig geil aus. Und dann haben wir hier noch sowas. Das ist so in den Berg reingebaut, wie ich es eigentlich erst vorhatte. So ähnliches, sowas ähnliches hatte ich auch erst vor. Oh, der hat auch schon einen Tempel gefunden. Okay. Der hat auch einen coolen Balkon, da will ich mal drauf. Kommt man da überhaupt drauf? Ja, kommt man. Gut. Ha, eine Feuerstelle. Ich glaube, hier hat es mal gebrannt. So, boah, das sieht auch geil aus. Ein kleiner Garten mit einem Wasserfluss. Cool, hier geht ein Wasserfluss runter. Das sind Goldblöcke. Dann geht es hier lang. Hier ist ein Bild. Das ist auch cool gebaut. Das ist cool gebaut. Naja, ich würde sagen, das war's für diese Folge erstmal. Ich habe ein paar schöne Häuser gezeigt, so ein bisschen was von den Favoriten. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Durchblick bekommen, wie es in der Welt so aussieht. Es sind schon richtig geile Häuser entstanden und dann gibt es natürlich auch die Häuser, die halt aussehen. Ja. Lieber nichts dazu sagen. Ich meine, die Leute können ja in den meisten Fällen nichts dafür, dass sie nicht bauen können. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde, denke ich mal, so einmal alle zwei Wochen so eine Zusammenfassung machen, wie das hier auf dem Server sich entwickelt hat. Also wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.